nicht gedreht. Es war so knapp, der hat. Ja, der hätte noch einen Hit abkriegen müssen, dann wäre er tot gewesen. Und die Sniper sahen nicht wirklich aus, als wenn sie mich treffen würden. Zack, du bist tot. Jetzt kommen die scheiß Bogenschützen schon raus hier. Auch wenn es Sniper sind, ich nenne sie mal Bogenschützen, weil sie ja einen Bogen tragen. Also ein Bogen ist bekanntermaßen ein Zeichen für einen Bogenschützen. Ja, wenn sie eine Axt hätten, wären es wahrscheinlich Axtschützen. Gucken, wenn die jetzt hier alle rauskommen. Achso, wir müssen jetzt die ganzen Bases wieder einnehmen. Aha. Lame. Dann machen wir das doch mal. Wenn nicht gerade er schon wieder neben mir steht. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an WoW. Weil in WoW ist auch so, dass die meisten einfach rumzergen und nicht die Bases einnehmen. Sah gerade aus wie ein Spy wieder angejumpt kam, aber da war der Spy. Mit dem Dead Ringer. Anscheinend. Hau ab! Ja, ich laufe noch genau rein. Der Scout lässt sich auch noch umknüppeln. Overtime! Die Overtime ist hier ein bisschen random, glaube ich. Weil jedenfalls ist die immer unterschiedlich und ich konnte nicht feststellen, an was die definiert ist. Deswegen, ja. Gucken wir einfach mal, ob wir das noch schaffen. Unten ist die Base, wo wir rauf müssen. Stellen uns einfach mal hier hin. Und ich krieg nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts krieg ich tot. Mann. Das klappt teilweise richtig gut. Manchmal klappt es auch gar nicht. Man hört die ganze Zeit im Hintergrund dieses Overtime-Spam. Es geht ein bisschen auf den Sack. Man sieht da vorne ganz viele Demo-Mans. Lustige Demo-Mans. Das war dumm von mir. Hätte ich wesentlich mehr draus machen können. Mann. Er steht hier AFK rum, das ist immer schön. Das bringt dem Team sehr viel. Overtime, Overtime. Ich will mal keinen so einen Report-Kack. Jetzt haben sie die Teams gescrambled, glaube ich. Gucken, vielleicht kriege ich jetzt einen von den guten. Nee, ich habe Webriss, immerhin. Der spielt gar nicht so schlecht. Aber du mal immer noch als Gegner da. Es wäre natürlich schön, wenn man in der Aufnahme auch mal im Team spielen könnte. Aber das passiert anscheinend nie. Jedenfalls war es ja beim letzten Mal mit Derfa schon so. Da war Derfa die ganze Zeit als Gegner unterwegs. Denn das war halt wirklich ziemlich cool. Wir haben. Also ich habe die Aufnahme gestoppt. Und 3 Sekunden später oder 4 Sekunden später wurde er halt in mein Team geswappt. So richtig so ein Troll-Game. Ich weiß nicht, was er labert, aber es klingt ziemlich komisch. What, hey, shut your fuck it up. Ah. Wenn die mir jetzt wenigstens bekommen. Nee, er hat noch einen anderen tot geschossen, jetzt ist er tot. Sehr gut. Zack, du bist tot. Okay, jetzt gehen sie wieder auf mich. Es läuft immer super in den Aufnahmen. Ich meine, ich spiele außerhalb der Aufnahmen testweise. Oh, ich habe 6 Punkte gemacht. Mein. Außerhalb der Aufnahmen spiele ich testweise und guck mal. Heute spielt sie gar nicht so schlecht, dann starte ich. Oh, voll kacke. Ja, warum hat er denn jetzt bekommen? Habe ich gar keine Ranger wie. Oh. Ja. Hätte er mir den Kill ja ruhig lassen können. Ich bin ein professioneller Spy.
Ich möchte fast meinen, das ist meine beste Klasse. Joke, joke, joke. Die Ironie ist sehr mächtig. Schleichen wir mal hier draußen rum. Ja, ich schieß mich instant tot, Alter. Ich war noch nicht mal uncloaked. Das ist immer ein bisschen spuchtelig, hier rauszukommen. Da läuft man immer so ein bisschen die Umwege. Na, du mal. Soll ich dich kneifen? Ah, lass mich in Ruhe. Ja. Alter. Ich krieg gar nichts hin. Nix, 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 nix. Vorhin hatte ich irgendwie eine KD von 3 oder 2 und jetzt habe ich 35, 30. Zeugt schon von sehr gutem Gameplay gerade. Gehen wir uns halt mal refreshen. Bringt ja nicht, dass ich da jetzt fast tot reinrenne. Komm her. Yeah, ich hab einen. Ich bin so pro. Ich hab einen gekillt. Nicht mal mit dem Backstep, einfach mit ins Gesicht pieken. Das ist das Medikit. Auch wenn es nicht so aussieht. Oh, ein Spy. Töte ihn. Ich hab ihn. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Hallo? Hab ich den nicht. Hey, ich bin ihm in den Rücken gesprungen und hab gemessert. Ja, und jetzt lief der noch. Ich kill dich. Dann lief ich. Ja, ich lief mir, nachdem ich dich kille. So machen wir das. Ah, oh, ich brenne. Aber ich brenne doch nicht. Ich dachte, ich brenne, aber ich brenne nicht. Ja, jetzt lockt der Scouty wieder so in meine Richtung. Da hätte ich die jetzt so schön von hinten alle nudeln können. Ah, fuck. Er hat einen Strange Crusaders Crossbow mit 7 Kills. Müssten wir auch mal so einen Crossbow holen, dann würde ich vielleicht auch mal Medic spielen. Weil eigentlich ist ein Medic gar nicht so langweilig zu spielen, aber ich will auch mal so einen Crossbow. Überall diese Sniper. Die ganze Zeit. Und ich werde jedes Mal gefickt, obwohl ich unsichtbar bin. Lächerlich. Okay. Oh, ich habe das auch mal beide gekillt. Ich habe sie beide bekommen. Jetzt hat er in meinem Team, obwohl du dich hier so dumm hinstellst. Und da habe ich ihn schon wieder. Und da hat er mich. Aber er war ein anderer. Er hat den Golfschläger, aber warum zeigt es denn oben eine Axt an? Und warum macht keiner was gegen ihn, der er captured? Ja, ich hab ihn. Dich halt auch. Und du mal jetzt auch als Demon Knight unterwegs. Das finde ich eklig, da kriege ich den meistens nicht tot. Na, jetzt haben sie gewonnen. Da kommt immer mit dieser
schwulen Halloween-Axt an. Da war er gerade. Und dann zackt er die einfach. Er hatte halt direkt vier Köpfe, dass er auch noch total schnell ist. Dann kann man nicht mehr abhauen von ihm. Also ich würde sagen, den einen Angriff spielen wir noch. Dann müsste ich eine halbe Stunde rum haben. Oh, jetzt habe ich mich als Doofma verkleidet. Das wird ihm bestimmt nicht auffallen. Erstmal gucken, wie der Server überhaupt heißt. Positronic Medieval. Okay, das ist ein sehr toller Name. Wo ist er? Wo ist er? Da unten ist er. Komm her. Habe ich ihn tatsächlich noch? Ja, und der ist jedes Mal da. Jedes Mal dieser scheiß Spartaner. Deiner Pimmelmütze. Alice Cap. Und er weiß es auch. Guck mal, das war doch schon wieder vor ihm an Spy. Er ignoriert den Spy, der vor ihm war, und killt mich. Obwohl ich an ihm vorbeigeschlichen bin. Ja, Pyro kann hier natürlich auf der Map keinen Flammenwerfer nehmen, das wäre ganz schön lame. Aber die Axt kann er nehmen, die halt Leute anzündet. Ja, rennt er noch schneller. Wobei die Axt, die ist halt... Hallo? Das ist meine Waffe. Aha. Das war interessant. Die Axt ist halt hier manchmal ganz praktisch. Weil anders kann man die Spies ja nicht längerfristig aufdecken. Dann muss man sie halt mit der Axt anzünden. Face-Tap. Und der Nacho jedes Mal, der ist viel zu schnell schon. Ich habe ja mein Ziel erreicht, ich habe Doofma gemessert. Den wollen wir ja. Das ist ja das Ziel der gesamten Aufnahme. Dass wir ihn messern. Oh fuck. Ah, geht weg, geht weg, geht weg. Ihr seid viel zu fiese. Oh, ich habe den Nacho frontal von hinten gebacksteppt ins Gesicht mit meinem Spicycle. Wie auch immer es ging. Ich habe mich eigentlich präzise genau ins Auge gebohrt. Ich hab ihm das Ding ins Auge gerammt und den... Oh, da ist er tot umgefallen. Na, geht weg, geht weg, geht weg. Lasst mich doch in Ruhe. Mann, ich krieg nichts tot. Wieso hat er mich mehr gekillt? Der kann doch nicht jedes Mal treffen, wenn da 20 Leute drumherum stehen. Ja, der andere Spy hilft mir nicht mehr. Geht weg. Aha. Geh ich halt hier hinten raus. Hallo, da bist du ja. Und scheiße, jetzt ist zu. Der verfolgt mich. Aber er stirbt dran. Hahaha. Hallo Scout. Scout ist ein Spy. Ah, danke. Hat er mich aber auf den Punkt geschossen, da konnte ich mal ein bisschen antappen. Unusual Horseless Headless Headman's Headtaker. Nee, Horseman's Headtaker, nicht Headman's. Der Kopf, Mann. Ich hab dir gerade den Rücken gepiekt. Mann. Das muss ich mir nochmal angucken. Das sah für mich aus, als wenn ich ihm genau in den Rücken gepiekt habe. Oben steht da schon wieder der Spartaner. Geht mir nämlich ein bisschen auf den Sack, der Type. So, ich gehe jetzt hier rein. Und was mache ich denn? Ich stech dich nicht ab. Ich gehe jetzt auf den Point. Ach, kann ich ja gar nicht. Scheiße. Und ich lasse mich einfach noch von ihm sagen.
Mann, warum war denn die Zeit jetzt so kurz, die wir hatten, um drinnen den Punkt zu holen? Die ist doch normalerweise viel länger. Mission end in 10 seconds. Na toll, wir haben noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich habe 5 HP. Ach, ist schon offen. Ja, mal gucken, was man halt mit 5 HP reißt. Man kriegt den noch tot. Und ihn fast. Ja, 5 HP ist schon eine ganze Menge. Der Nacho killt einfach alles. Na ja, gut, der ist Erster. Das heißt aber eigentlich nichts. Die ganzen Kack-Demo-Mans hier. Haha. Ich hab den M-Ausrufezeichen Raute Dollar Zirkumflex und Asterisk Klammer Klammer Unterstrich Plus gekillt. Ich bin jetzt ein Pro. Und der geht mir auf den Sack. Ja, das sind Leute, die echt nur Sniper spielen die ganze Zeit. Das ist auf dem Pub einfach lame, wenn man permanent als Sniper spielt. Wenn ich hier geht's noch, aber man macht halt die meisten Klassen auch nicht mit dem Bogen. Ja. War jetzt keine besondere Aufnahme. Aber ja. Ich hoffe, die den Medieval Mode nicht kennen, haben den jetzt kennengelernt. Gibt nicht mehr so viele Server, die den drauf haben, glaube ich. Ich mache halt wie immer die IP in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr ja mal hier spielen, wenn ihr wollt. Ist für zwischendurch ganz angenehm. Aber, naja. Stirb, stirb. Ja, renn wie eine Muschi. Haha. Das war jetzt nochmal befriedigend, den noch zu kriegen. Dann kriege ich dich aber auch noch. Mache ich das eine Leben jetzt noch, bis ich sterbe. Ja, klappt ganz gut. Überraschenderweise. Ja, war klar, direkt die beiden, die mich die ganze Zeit killen. Oh, Demopan. Payne's Cupcake ist auch da. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn mein lieber Gast das Competitive Team Fortress erklärt, nehme ich mal an. Wow. Demopan ohne Shatter Shades und ohne Bounty Helm und wie sich was. Ja, wir sehen uns bis dann. Ich bin Wibbin. Das war Team Fortress.